16 Jahre Olight und es gibt neue Produkte und passend dazu natürlich auch einen Sale. Alles zum Sale findet ihr im Blogartikel, den ich euch verlinke, so lange wie der Sale läuft. Eine Besonderheit, das ist das Geschenk für die Bestandskunden. Eine Sonderedition, ja, wie ihr das schon kennt, mit I16 aufgedruckt oder eingearbeitet. Aber in dem Video heute soll es um eine Produktneuheit gehen, nämlich die Olight Opal Plus. Plus in dem Fall, weil es eine größere Version der Opal Pro ist und viel, viel größer gegenüber der Opal MC hier mit dem Obody. Einfach dann mal als Vergleich, ihr seht das schon am Karton. Ich lasse die mal hier mit stehen, damit man sich das mal mit anschauen kann, wie der Unterschied ist. Wir haben natürlich auf der Verpackung immer aufgedruckt die ganzen Modi. Und hier wird es schon spannend, wenn wir uns das schon anschauen. Wir haben 6 Modi dabei und haben dann ja auch noch das normale Leuchten. Was ist besonders an der Opal Plus? Und zwar setzt die das smarte Feature der Pro fort, aber mit einer neuen App. Die App heißt jetzt Olight Hub und so wie ich das sehe, wird diese zukünftig auch weitere smarte Produkte unterstützen. Da bin ich schon sehr neugierig. Bevor wir uns die Opal Plus jetzt mal anschauen, packen wir die aus. Wir haben wie immer diese neue Kartonage, die wir aufreißen müssen. Den Hinweis zum generellen Auspacken. Und was wir hier schon sehen, das Standard-Ladekabel wird verwendet, was ich klasse finde. Ich finde auch USB-C ganz nett. Aber zumindest können wir das Standardkabel weiterverwenden. Sehen hier den Touch-Schalter. Hier wird uns gleich angezeigt. Wir haben eingepackt, nochmal extra, damit auch ja keine Beschädigung auf unsere Opal Plus kommen und sehen dann hier, das ist die Variante in Schwarz mit dem klassischen Ring in dem Blau von Olight. Jetzt nochmal hier kurz, das ist die Plus und das ist die MC, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ja, krass. Was haben wir noch dabei? Wenn wir uns das hier unten schon anschauen, dann sehen wir, dass die Zugaben sind Ladekabel, Magnet. Das heißt, das können wir wieder irgendwo ankleben und haben dann automatisch eine Magnetfläche, um die Opal dort anzuheften. Was echt toll ist. Während ich das jetzt einfach mal auspacke nebenbei, ich bin ein Riesenfan der Opals. Ja. Meine Kinder benutzen die seit jeher, gerne auch mit den Wackelaugen, die sind aber schon abgegangen. Die sind als Nachtlicht perfekt, als Bewegungslicht, die kann man schön mitnehmen, wenn man mal in einer fremden Umgebung ist, ein Licht braucht, als Licht für unterwegs, wenn man nachts unterwegs ist, auch ganz gut, wenn man mal keine Taschenlampe möchte, also wirklich gut zu gebrauchen. Wir haben hier das Ladekabel, ne, was ich schon sagte, wir haben die Wackelaugen zum Draufkleben, damit es lustiger aussieht, wenn man möchte. Wir haben eben diesen, möchte man es Magnetpin nennen, also kann man ankleben, wie ihr seht, und dann zack, kann man das so anbringen und dann kann man das überall anhängen. Und ich glaube, das ist hier diesmal gar nicht so unwichtig. Wir haben die Anleitung dabei. Und das wird uns die Modi der Lampe dann einfach näher bringen. Und bevor wir uns jetzt einfach die Modi der Lampe anschauen und diese mal anmachen, mache ich mich eben mit der Anleitung vertraut. Ich habe mich mit der Bedienung vertraut gemacht. Und wenn ich auf die Schnelle richtig bin, kann man nicht alles direkt mit dem Touch-Schalter
an der Obal Plus auswählen, sondern braucht zwingend für manche Sachen die App. Die App ist eben für ja auch alles da, also Helligkeit einstellen, die Modi durchlaufen. Ja, in der App habe ich deutlich mehr Modi zur Auswahl, als ich sie jetzt über den Touchschalter habe. Deswegen werde ich dann die App auch mal noch am Ende des Videos mit anhängen und auch noch ein bisschen erklären. Und ich kann da drin die Lampe auf Musik oder halt Stimmen, Rhythmus reagieren lassen. Ja, kennt man eigentlich in der Regel auch von anderen Musikanlagen, dass das Licht das den Rhythmus wiedergibt. Und ich kann ein paar Sachen einstellen, die ich eigentlich ganz interessant finde, die sich aber hier dran eigentlich auch gar nicht einstellen lassen, weil ich dazu eigentlich zwingend ein Display brauche. Ich kann Countdown einstellen. Ich kann einen Timer stellen, ja, also dass ich zum Beispiel sage, wann geht die aus oder wann geht die an. Ich kann einen Sleep-Modus auswählen und ich kann Whack-a-Mole praktisch einstellen, das Spiel, ja. Das heißt, wenn er leuchtet, dass ich dann drücke. Ganz nett, zusätzlich gut die App eingebunden. Schaut es euch einfach später noch genau an. Was kann ich jetzt mit der Obal Plus machen? Ich kann den Schalter benutzen und kann ganz klar normal Licht anmachen und habe eben den Touchschalter und nicht wie bei der MC den Druckschalter. Man sieht sehr gut den Helligkeitsunterschied. Wir haben jetzt die MC und wir haben hier die Obal Plus. Und jetzt sehen wir mal, das ist jetzt das minimale Licht, damit das besser zu sehen ist, werde ich jetzt hier mal mein zusätzliches Licht ausschalten. Mal sehen, ob wir dann überhaupt noch was sehen. Ja, man sieht es, ne? Dass das praktisch ist. So, das ist jetzt mal maximal die MC. Und jetzt fahren wir dazu mal die Plus hoch. Ich weiß nicht, ob es im Video so deutlich wird, aber das ist schon ein großer Unterschied. Gerade natürlich auch von der Fläche, die dann ausgeleuchtet wird, ja. MC Plus. So, und dann haben wir bei der Plus verschiedene Modi. Die Modi reagieren eben alle auch auf heller und dunkler machen. Schalten wir die mal durch. Ich nutze jetzt einfach mal meinen Spickzettel, weil wie ihr das seht, hier sind die aufgedruckt hier unten. Wir haben als erstes Feuer. Dann haben wir Colorful. Das müsste Aurora sein. Dann haben wir Feuerwerk. Finde ich ganz nice. Na, so. Und jetzt haben wir noch das Durchlaufen der Farben. Und das ist jetzt einfach blau. So, und wie gesagt, hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Ich kann das Ganze heller und dunkler machen. Finde ich gut. Und ich finde vor allem die Helligkeit überzeugend. Und aus und wieder an. Finde ich, wie gesagt, schön. Ich finde die Modi auch echt nett, also die bisher da sind. Und wie gesagt, im nächsten Schritt zeige ich euch dann hinten dran noch mal ein bisschen die App. Ich nehme jetzt mal den MC noch mal weg, dass ihr das noch mal alleine von der Helligkeit sehen könnt. Die neue Olight App ist verfügbar für Apple wie für Android. Ich habe das Hinzufügen des Gerätes hier, die Obal Plus, schon mal vorgenommen. Und ihr seht hier gleich, der Standort wird erkannt.
Ja, das ist für später noch wichtig. Wir können hier in den Einstellungen switchen zwischen Weiß und Farbe. Wir können die Helligkeit regulieren, stufenlos, was wirklich super ist, ja, also eine Prozentangabe. Und in Weiß können wir halt die drei Stufen wählen oder auch stufenlos das Ganze einstellen. Plus, ihr seht oben, der Ladezustand des Akkus wird angezeigt. Und hier dann auch die ganzen Modi verfügbar, die ich ihm gesagt habe, die nicht alle über den Touch-Schalter auswählbar sind, sondern teilweise nur hier. Da gibt es ja eben sowas wie Herbst dabei, Vitalität, blauer Himmel. Ja, muss man sich halt ansehen, was man dann davon erkennt. Ich finde eben immer noch Firefly und Firework am besten. Kommen wir zu den Funktionen, die nur in der App sind. Das ist eben hier zum Beispiel, dass das Mikrofon genutzt wird und dann nach Musik oder Töne nimmt, das Licht reagiert auf den Rhythmus, der erkannt wird. Das kann man hier starten, deaktivieren. Dann haben wir Planfunktionalitäten, Countdown, Minuten und Sekunden genau. Je nach Zustand geht die Obalb dann an oder aus. Hier seht ihr es jetzt Countdown off, weil sie an ist. Ja, also das könnt ihr hier dann einstellen und dann deaktiviert die sich automatisch. Die Zeitsteuerung ist noch nicht verfügbar. Können wir noch nicht auswählen. Nachtmodus lässt sich einwählen, dann wird auch die Bluetooth-Verbindung getrennt und Whack-a-Mole, das ist ja eigentlich ein Spiel. Die leuchtet dann verschieden. Ich denke, man kann die dann drücken. Das muss man dann nochmal herausfinden, wofür das genau da ist. Jederzeit können wir eben zu den Helligkeitseinstellungen zurückspringen. Und von dort auch zur Automation, also zu den Szenen. Und die machen die Obalb wirklich smart. Denn wir haben hier die Möglichkeit, Wenn-Dann-Verknüpfungen auszuführen. Ja, das heißt, wir müssen zuerst bei Wenn auswählen, eine Aktion, die etwas auslöst. Das kann zum Beispiel sein das Wetter, deswegen diese Verknüpfung mit dem Standort, was ich am Anfang gezeigt habe. Das kann eine Zeit sein. Das kann irgendein Zustand der Obalb sein. Hier habe ich jetzt mal ausgewählt, das Wetter wechselt zu sonnig und dann soll zum Beispiel die Obalb ausgehen, kann man machen. Ja. Das sind halt so Verknüpfungen, nicht alles ist sinnvoll. Jeder muss für sich selber rausfinden, was er machen möchte. Ja, ich kann hier einstellen, weiße Licht geht an, auf Helligkeit 69%. Also ihr habt freie Möglichkeiten und könnt das dann auch mit mehreren Obalbs verknüpfen. Eben zum Beispiel auch sagen, die soll immer abends zu einer gewissen Uhrzeit angehen, damit ihr schöne Beleuchtung habt, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt. Ja, oder wenn ihr euch am Wochenende abends in den Garten setzt, damit der schön beleuchtet ist zum Beispiel. Das sind so Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Auch genauso könnt ihr einstellen, eben, wenn die Obalb sich an einem Ort befindet, dass das dann stattfindet. Deswegen müsst ihr diesen Zugriff am Anfang geben auf den Standort und ja, könnt dann praktisch experimentieren, wie eben auch. Geh aus, wenn der Akkustand niedrig ist, damit du nicht ganz leer gehst, verringere die Helligkeit. Also die Szenen sind wirklich wunderbar und die App an sich auch wirklich gelungen, muss ich sagen.